So, und für den Schritt 3, für den dritten Schritt, fügen wir hier unter den Eingabevariablen erstmal ein bisschen Platz ein, weil wir jetzt hier zunächst eine Auswahlliste definieren. Das geht folgendermaßen: Enum und jetzt eine Benennung dieser Enumeration, Basis Deal Management. Das definiert uns jetzt eine Liste, eine vorpopulierte Liste, aus der wir dann auswählen können als EA-Nutzer, welche Art des Deal-Managements wir machen wollen, ob wir es PIP-bezogen oder Range-bezogen machen wollen. Und diese Liste, die definieren wir jetzt hier. PIPs, ich mache es mal in Großbuchstaben, PIPs und Range. Und dann müssen wir jetzt hier ein Semikolon noch hinter die geschweiften Klammern setzen. Das brauchen wir in der Regel, wenn wir so mit if und in Funktionen, braucht man kein Semikolon nach den Klammern zu setzen. Hier bei einer Definition, einer Liste, einer Enumeration muss man das tun. Mal kurz kompilieren, um zu checken, ob es auch alles passt. Jawohl, passt alles gut. Und dann rufen wir jetzt mit einer weiteren externen, als einer Eingabevariable, eben diese Auswahlliste ab. Und das Da fügen wir eine weitere Zeile ein. Das ist dann jetzt extern. Und jetzt ist es nicht int, double, bool oder sonst was, sondern es ist jetzt extern Basis Deal Management, damit er sich wirklich hier diese Liste zieht und dann nachher als Dropdown-Menü in den EA-Eingaben sichtbar ist. Dann den variablen Namen, den nennen wir mal Pips oder Range. Und nehmen als Standardwert Range, weil wir es ja jetzt auf den Range-Bezug umprogrammieren. Und natürlich noch ein Semikolon, um diese Zeile abzuschließen. Kurz kompilieren. Falls ein Fehler auftreten würde, dann hätten wir hier viel schneller, könnten wir herausfinden, wo genau der Fehler denn sein kann.